Leute, ihr müsst wissen, meine Schwester hat mich damit angesteckt, dass wenn sie irgendwas süß findet oder manchmal einfach so ein Energieschub kommt, dass man Sachen umwerft. Genau so, was hatte ich gerade. Ich muss die Kaugummis umwerfen. Was geht ab, Leute? Haptik hier, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich werde jetzt eine Sache machen, die sehr viele von euch lieben und einige nicht lieben, aber mir ist es egal. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Also. Ich habe wieder keine Videos gemacht. Doch das ist mir alles scheißegal. Ja, ich war. Längere Zeit nicht mehr da, aber das alles liegt daran, dass ich ein Riesenprojekt mache. Wirklich riesig, wo ich all mein Skill, viel Geld, viel Zeit, viel Kraft reinsetze, um euch ein geiles Video rauszuhauen. Ich kann euch ja mal einen kleinen Tipp geben, was das für ein Video sein könnte. Einen Moment. Was könnte das wohl heißen? Das ist ein Mini-Fernseher aus den 80ern und ich stelle mir gerade nur vor, wie es in echt aussehen würde, wenn sich den jemand wirklich ernsthaft kauft. Top Church ist einer Top Church. Yo, was machst du da? Zocken. Auf diesem Drecksteil? Was meinst du? Das da? Nein, deine Mutter. Natürlich das! Ich denke, du hast recht. Ich sollte das Teil echt mal wieder sauber machen. Nein, das Teil ist 50 Jahre alt. Hör auf drauf zu zocken, das kann doch gar nicht gesund sein. Hol dir einen neuen Monitor und bis der da ist, zockst du gar nicht, okay? Okay, okay, beruhig dich, ich zock nicht mehr, okay? Okay, gut. Entspann dich, ich höre jetzt dann einfach Musik und arbeite weiter, okay? Was auch immer, mach das. Okay, kommen wir lieber einfach direkt zum Thema. Und zwar seht ihr das schon, ich habe ein Bandana auf. Genau so eins in einer anderen Farbe hatte ich auf dem Bild heute auch drauf. Dann gab es einige, denen hat es nicht gefallen. Die haben dann geschrieben, ey, das gefällt mir nicht, aber ist deine Sache, was du damit machst. Und dann gab es einen ganz speziellen Gast. Und zwar diesen Typen hier, Dustin-03. Digga, was soll dieser Bandana? Siehst aus wie Schwuchtel. Also erstmal komplett behindert, dass schwul eine Beleidigung ist. Für mich ist es keine, für ihn ist es eine. Also er wollte mich beleidigen. Jetzt möchte ich dich eine Sache fragen, Dustin. Was juckt dich überhaupt, ob ich das trage oder nicht? Warum beleidigt man jemanden und denkt in dem Moment, hey, ich bin der Flaure, er trägt Bandana, er ist behindert. Ich weiß ganz genau, was für eine Person das ist, Leute. Ich weiß ganz genau, womit wir es hier zu tun haben. Hört mir zu. Wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr, dass er nicht Dustin geschrieben wird, wie es eigentlich üblich ist, sondern Dustin. Also hat er kein Dust im Namen, was übersetzt Staub heißt. Was ist der staubfreiste Ort, den man auf diesem Planeten finden kann? Richtig, ein Kernreaktor. Durch hohe Temperaturen und großen Druck kann weder am Kern noch an der Reaktorwand Staub gebildet werden. Was fällt einem zuerst ein, wenn er Kernreaktor hört? Natürlich Tschernobyl. Dieses Kraftwerk ist im Jahre 1986 explodiert. Sucht man nach der Postleitzahl 19086, findet man den Ort Plate. Die bekannteste Sehenswürdigkeit dort ist die große Kirche mit einer antiken Orgel, erbaut von Friedrich Friese, welcher damals Berühmtheit erlangte, weil er ganz besonders gute Orgeln baute. Nehmen wir das Wort Orgeln und stellen es um, erhalten wir das Wort Rogeln, was laut Duden so viel heißt wie wackeln. Das bekannteste deutsche Zitat mit diesem Wort kommt von Arnold Schwarzenegger und zwar: Es ist ganz einfach, wenn es wackelt, dann ist es fett. Womit ist Arnold berühmt geworden? Ganz genau, mit dem Film Terminator, auf dessen Cover in seiner Sonnenbrille eine 101 gespiegelt wird. Ein eindeutiger Hinweis auf das Gebäude Taipei 101, das in Taiwan steht. Unter Urlaubern ist Taiwan auch als Prostituiertenoase bekannt, da dort riesige legale Rotlichtviertel für Sextouristen existieren. Dustin wurde also genau dort gezeugt. Dustin ist ein H***. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich frag dich, lieber Dustin, was würde wohl passieren, wenn du ein Bild auf meinem Profil veröffentlichst? Würdest du dich selbst Hunderttausenden von Menschen präsentieren? Frage ich dich jetzt. So eine Scheiße. Leute, ich sag euch jetzt, alle, die das sehen, egal was andere sagen, scheißegal wer, tragt es. Wenn ihr möchtet. Ich fühle mich wohl mit dem Teil. Ich will nicht jeden Morgen meine Haare machen. Ich drücke die einfach hoch, zack, angenehm, fertig. Aber auch immer diese Sache mit schwul hier, schwul da. Was soll das? Bin ich jetzt schwul für dich, Dustin? Bin ich jetzt schwul? Jetzt ist es Overload, oder? Jetzt ist es richtig, richtig schwul geworden. Ihr denkt, das war's? Nein, da gab es zwar viel Zustimmung, aber auch ganz viele andere. Dieser Zdro schreibt zum Beispiel, kein Hate, aber bitte du dieses scheiß Bandana runter. Forderst du mich gerade auf, etwas runterzunehmen, was ich trage? Wer gibt dir das fucking Recht dazu? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute, die allgemein schlecht oder negativ eingestellt sind im Leben, alles auch negativer aufgreifen, anstatt über die Situation zu lachen in dem Moment. Reizt es ihn und er will mich irgendwie zusammenschlagen. Wie würde sowas in echt aussehen? Ist was? Ich mag deine Schuhe nicht. Gut, dass mich nicht interessiert, was sie denken. Zieh sie aus. Wie bitte? Zieh sie aus, die stören mich. Sie können mir doch nicht... Hör mir zu, alter Mann, du ziehst jetzt diese Schuhe aus. Sie sind doch bescheuert. Put them shoes away. You wanna play games with me?
Okay, das Video ist schon maximal komisch geworden an dieser Stelle. Deshalb setze ich mich einfach nur hin und spiele noch ein bisschen Gitarre. Italisch auf jeden Rush, we clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torture us, you must be sorcerous, cause it's just at the impossible. Game my trust, won't play games, it'd be dangerous when it fuck me over. Cause if I get burned, I'm gonna show you what it's like to hurt. Cause I've been treated like dirt before you, and love is evil. Spell it backwards, I'll show you.